Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, kommentiert das Video und nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao. Ja, erstmal machen wir Hypertube bei den Generatoren. Okay. Und weil da müssen wir jetzt zuerst ja hoch. Und dann machen wir die Generatoren fertig. Oh Jesus. Die Plattform, wie man sieht, habe ich vorbereitet. Ist ein bisschen größer geworden. Ja, genau. Da habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe. Kann das sein, dass du da wieder so einen leichten Anfall von Größenwahnsinn hattest? Nee, das war das, was der eine für mich vorberechnet hatte, was ich an Platz brauche. Ist nicht dein Ernst, das ist ja ein halber Todesstern. Ja. Und hier blinkt alles. Blinkt. Ja, das, die stellen ja hier Dinge her. Turbo. Turbosprit, ja. Turbofuse. Die dürften ja hier schön voll sein. So, wegen den Hypertubes. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, diese Säule in der Mitte wegzumachen und dafür diese Gitter zu benutzen und in der Mitte die Hypertubes nach oben zu ziehen? Super, Entschuldigung. Meinst du jetzt das Ding hier wieder abreißen? Wie das Ding abreißen? Was für ein Ding? Ja, die große mittlere Säule. Dann kriegst du aber ein Problem mit der Kollision von den Rohrhaltern und von dem Scheiß da hinten. Kann man da keine... Nee, warte mal, die kannst du ja wegmachen, da haben wir ja eine Wände rangesetzt. Wo haben wir Wände rangesetzt? Ja, damit ich die Pipeline-Halter hier auf der Rückseite anbringen konnte, muss ich doch Wände setzen. Knappen doch nur an Wänden. Ach so. Also kannst du eigentlich das hier... Ja, versuch's halt ganz unten mal aus, genau. Abreißen. Da kannst du mal drin testen, ob es geht. Wobei, den unteren können wir ja eigentlich hier weglassen. Theoretisch gesehen. Oder eigentlich könnte man ja alle weglassen. Kannst du auch, weil es ja alleine nur an der Wand hochgeht. Ja. Dann lassen wir es einfach an der Wand hoch. Ja, Vantar, das kenne ich. Das ist diese Hypertube-Kanone. Die werde ich mir wahrscheinlich auch noch irgendwann bauen. Oh boy. Die Dinger sind cool. Ja, aber das bringt ja nichts, wenn du dich damit ins Valhalla schießt. Nicht? So, warte. Welche Richtung muss ich? Das weiß ich nicht. Rechtslampe vorwärts oder links? Wo rechts? Hä?
Ja, die Lampe hier oben. Stromanzeiger. Entweder ist der nach rechts. Ja, willst du Dann die hier so am müsste Boden es. lassen? Ich will erstmal gucken, welche Richtung die blöde Lampe bauen. Der Master kein Strom. Ja, ich weiß, ich finde hier auch keinen Anschluss. Alter, da oben sind Stromgeneratoren ohne Ende und wir haben keinen Anschluss hier unten. Ja, genau. Der ist auch voll, Alter. Gehe ich hier dran. So. Was ist das jetzt? Ja, okay, Lampe rechts ist hoch. Oh, aua. Okay, soweit funktioniert schon, ne? Ich gehe am besten schon mal hoch und baue von oben runter, oder nicht? Also von oben erstmal runter gucken, abbauen. Wo wir jetzt gleich da oben irgendwie durchkommen, ne? Ja, darum gehe ich ja jetzt hoch. Da muss halt eine kleine Kurve da oben machen. Ja, du musst eine ziemliche Kurve machen. Weil da kommt ja das zweite Rohr auch noch lang. Okay, warte mal. Mal was. Was? Das macht ein Löwen Unfug. Ist kein Unfug. Das ist Konstruktion. Ja, komm. Wolltest eben auch, ich weiß das nicht. Also. Moment. Was? Ich hätte das viel cooler gelöst. So, warte mal, das zweite Rohr, wo soll das lang gehen? Hast du noch Schallrohre für mich? Was, wo bist du jetzt schon? Hinter dir? Ah, Stallrohr. Dankeschön. Auch so ein bisschen auf die Sicherheitsabgrenzung, dass keiner ins Loch flugt. Ist doch cool, ne? Ja, gießt natürlich hier den kompletten Gang runter, ne? Hm? Ja, wenn du jetzt da unten reingehst und hochgeschossen kommst, segelst du jetzt natürlich hier oben dann einmal so. Ja, ich bin noch nicht. Ich gucke ja gerade. Ich hätte jetzt mit Fundamente hier. Ich kann sie ja mal. Jetzt wollte ich ja gerade runterfallen. Entschuldigung. So, ich schau mal, wie weit man da fliegt. Hä? Ne? Ah! Sollte ich mich vielleicht nicht direkt vors Rohr stellen. Ja, genau. Jetzt habe ich gleich einen Hardstyle an der Backe. Und och, tschüss. So weit fliegt man noch gar nicht. Oh, es geht. Dann kriegt man nicht genug Schwung. Sehr schön. Natürlich auch.
Genau. Jedes Mal die Scheibe putzen, weil einmal im Gesicht davor klebt. Ja, Flatsch. So, Wenn du das Ding jetzt kannst du auch wieder nach zurück. unten benutzen, oder? Ja, dann müsstest du aber hier wiederum eine Katapultvorrichtung in die andere Richtung machen. Also man kann nicht ein... Hä? Man kann doch einen Ja, Hyperturbo in beide ja. Richtungen, nicht? Ja, aber du musst dann hier oben wiederum den Eingang hinsetzen. Kannst du das nicht da dran kleben? Falsch rum? Strom. Ah. Ja doch, geh doch. Optimal. Ich steige die Röhre und fliege nach oben und stehe wieder hier unten. Ja, bei dir ist immer alles anders. Pass auf. Ja. Ja. Jetzt geht's nicht. Das ist ja nicht zu Jetzt fassen. bist du gleich oben. Wo ist dein Problem? Das reicht mir jetzt auch gerade. Warum war ich jetzt eben wieder unten? Ja, jetzt bist du aber durch die Röhre runter. Das zählt nicht. So, jetzt können im Prinzip hier alles weg. Ja, ist halt nur blöd, weil da schon jetzt deine Masten, ne? Aber die kann man ja noch umlegen. Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht, mit den Strombandhalterungen das auch nach oben führen, aber das darf Moskito machen. Das ist sein Stromnetz, da möchte ich nicht in seinem Baby da rumfummeln. Danke. Du magst es schon. So, ich habe Tasche voll. Weil ich könnte eigentlich jetzt wieder hier kurz eine Mähm aufstellen. New building unlocked. Ja, neue Gebäude freigeschalten. Weißt du Bescheid? Einmal das, die Motoren lege ich hier rein. Das. Speicher Freeze. Jetzt habe ich die Dinge auch raus, ne? Das brauche ich noch mal und das. Okay.
Während du den Strom da bearbeitest, hole ich die ersten Sachen mal vom Zug. Okay. Eigentlich hätte ich jetzt auch oben noch lang laufen können. Hätte ich nicht so viele Hindernisse. Naja, gut. Klappt das mit dem Strom umlegen? Bäh, ja. Wenn ich nicht gerade andauernd von meinem Podest rutschen würde. Das schon wieder für lange Laufwege sind mittlerweile. Jetzt habe ich vergessen, was man da braucht. Energie. Die hier. Das nicht, das nicht, das alles nicht. Das ist leer, das ist leer. Beton brauchen wir gerade auch nicht. Computer. Motoren. Schwerraum. Gummi haben wir in der Produktion da hinten. Stimmt, die Produktionsstraße hier von dem Turbodraht ist auch noch da. Oh, Kacke. Oh, gibt's ja bald mal einiges zu entfernen. Ja. So, also der komplette Zug ist jetzt leer. Ich habe alles in den Taschen. War das wirklich so wenig Zeug, was wir brauchen? Na gut, den Gummi habe ich jetzt noch nicht dabei. Ich glaube, daran soll es liegen. Ich bräuchte eine Hypertube vom Bahnhof dahinter. Naja, also im Prinzip genug Wände zum dran langbauen hast du ja. Ja gut, für die Hypertubes brauchen wir nicht zwangsläufig Wände. Nö, wenn du dich auf den Boden verlässt, nicht. Genug Strom aus einem K2 wurde mir gerade als neu angezeigt. Ja, mir auch. Nee, kann ich nicht bauen. Speicherface. Aber irgendwie ist es nicht zentriert in der Mitte, kann es sein? Sieht komisch aus. Naja, wir haben den Turm hochgebaut und von dort aus haben wir losgebaut, ne? Was? Naja, wir haben erst den Turm gesetzt und von dort aus haben wir dann die Plattform hochgezogen. Ich meine die Hypertube. Ach so. Ne, die geht auf der rechten Seite hoch. Kann ich aber auch noch umsetzen, wenn der danach ist. Ja, in der Mitte wird es, glaube ich, cooler aussehen, oder nicht?
Weiß ich nicht. Hast du den Stream gerade offen? Ja, ich habe das auch schon gesehen. Gut, dann weißt du, was ich meine. Ja, Dobby macht das gleich. Dobby muss gerade aufpassen, dass er sich nicht mit dem Kabel verfängt. Nicht verfängt, sondern dass du dich noch versehentlich aufhängst. Dann hast du direkt den nächsten Tod schon wieder. Kann passieren, dass man stirbt. So, dann muss ich jetzt noch Gummi holen. Einfach mal quer durch das Band durchgehen, da hinten die Schiene. So, und da müsste eigentlich Gummi drin sein, oder? Ja. Oh, mein Sprit, mein Sprit, mein Sprit. Gerade so. Und hier muss, wie gesagt, auch eine Hypertube hin. Weil jetzt muss ich irgendwie versuchen, da in die zweite Etage reinzukommen, bitte. Das ist ja stressig. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Gummi ich brauche. Ich nehme einfach mal alles mit und alles und legen Teil wieder rein, damit ich noch Platz habe. Jetzt sprengt natürlich die Produktion ziemlich an. Aber okay, Strom haben wir jetzt genug. Ich wollte gerade sagen, also Strom ist eigentlich jetzt das kleinere Problem, oder? Wir haben nur noch 4000 Megawatt. Die Leitung kappt, kann es sein? Ich habe die Leitung nach oben gekappt. Ja, und oben sind aber war das auf die Leitung, die nach unten geht? Ja, natürlich. Naja, ich habe hier oben 3000 Megawatt und einen Verbrauch von 10 Megawatt. Das ist doch spritsparend. Ja, ja, super. Aber? Weil jetzt fliegt die Sicherung bald raus. Gerade eben haben wir eine Spitze von 3000 drin gehabt. Nach und nach springen jetzt die ganzen Maschinen an. Ah, jetzt hast du wieder zugeschaltet. Natürlich. Jetzt soll es nicht scheiße aussehen. Das Kabel ging ja auch die ganze Zeit über hier irgendwie jetzt so querfeld durch. Das habe ich ja jetzt komplett weggenommen. So. Und löschen. Löschen. Ich hoffe, die Pumpen funktionieren jetzt noch alle. Wie, die sollte ich auch wieder anschließen? Wäre von Vorteil, ne? Da hast du aber nichts von gesagt. Du hast nur gesagt, ich soll die Kabel umsetzen. Mhm. Aber bis jetzt sehe ich nur grüne und gelbe Lampen. Wenigstens etwas. Ja, so meinst du. Hauptsache, ich sehe überhaupt irgendetwas. Ja, danke. Was ist denn das da jetzt? Keine Ahnung. Die Leitung. Ein Speicherfreeze. Die Leitung. So, ich würde sagen, ich brauche die Brennstoffgeneratoren
du fuchtelst noch ein bisschen mit deinem Strom rum und mit der Hypertube und verbindest dann oder baust die Zuleitung für die Generatoren. Also Rohre verlegen. Genau. Aber die wir jetzt gebaut haben, noch nicht verbinden mit denen, wo ich jetzt baue. Weißt du, wie ich meine? Nee, gerade nicht. Ich stehe gerade auf der Leitung. Ich soll die Zuleitungen mit der zweiten Leitung legen. Nee. Du verbindest alle neuen Generatoren mit einem Rohrnetzwerk. Und dieses neue Rohrnetzwerk nicht an das alte anschließen, sodass kein Turbobrennstoff durchfließt. Also einfach eine Lücke lassen. Ja, genau. Achso, ja, sag das doch. Und dann nehmen wir das mit einem Knopfdruck in Betrieb. Das heißt, okay, wir setzen dann die Lücke. So, dann brauchen wir ein paar hiervon. Ein paar Motoren. Und dann ist die Tasche auch schon voll. Schauen, wie weit ich komme. Ich würde eh noch mehrmals zu den Kisten rennen dürfen. Ach, hier stehen ja noch mehr Kisten. Das sind Beine. Ach stimmt, da waren ja noch die anderen Teile drin. Für die Generatoren. Ja, genau. Na gut, mache ich ja auch, ja. Wäre nett, wenn du mir ein paar Sachen für die Leitungen übrig lässt. Die Leitungen brauchen doch Kupfersachen. Oder nicht? Moment, guck mal. Die Stelzen brauche ich nicht. Ja, Kupferblech. Ja, und die brauche ich ja für die Generatoren nicht. Alles gut, okay. Bring mich nicht wieder durcheinander. Warum nicht? Du erschießt mich doch sonst auch. Ich darf das. Was? Die Genfer Konvention besagt ganz klar, das ist nicht legitim. Noch nie von der gehört. Ich habe vergessen, wie viel wir eigentlich bauen müssen. 111 waren es oder sowas, kann es sein? Es waren auf jeden Fall reichlich. Hast du deinen Schmierzettel nicht mehr? Nee, ich weiß auf Anhieb nicht, wo der ist. Ja, der letzte Baustream war vor zwei Wochen. Und lang war er auch, richtig. Aber Avantar sagt auch 111, also wird dann schon was dran sein, weil die Zahl habe ich jetzt auch im Kopf gehabt. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viel ich in der Reihe schon habe. Aber wenn es mit den Fundamenten hier stimmt, dann muss ich sowieso bis ans Ende bauen. Speicherfreeze. Okay. Und meine Rahmen gehen auch gleich zur Neige. Super. Naja, zum Glück sind in den Kisten ja noch reichlich drin. So, hier ist Feierabend. Was? Hier ist Feierabend, sagt er. Alter Schwede. Ach, du bist auch schon am Rohrsystem dran. Sehr schön.
ganz faul bin ich ja nun nicht. Habe ich nie behauptet. Mhm. Sieht immer so geil aus, wie sich das bei mir dann noch aufbaut mit diesen Funken, wenn ich da hinkomme, wenn was neu ist. Das ist aber auch nur im Multiplayer so, ne? Ja, ja natürlich, weil im Singleplayer hat man es ja direkt gebaut und dann ist es ja gleich da. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da nicht an den Dingern jetzt hängen bleibe. So habe ich halt jetzt weniger Platz. Mist. So sehe ich es nicht. Muss ich so rummachen. Wenn du zwischendrin mal Zeit hast, kannst du vielleicht die Generatoren einer Seite mal abzählen, wie viel ich da gebaut habe. Ja, so viel könnte es nicht sein. Maximal 27 oder sowas. Ich brauche nur eine Reihe. Avantar. Der erste Generator steht nicht gerade. Das ja, wäre jetzt. Du stehst so weit hinten. Der hier. Also muss ich alles wieder weg. Na super. Yep. Es sind 28. 28. Okay, nächster Versuch. Contenance, Herr Hardstyle. Contenance. Jetzt ist es aber normalerweise bündig.